Euch heute praktisch so die letzten Tage, wo wir das Haus komplett inklusive Außenanlage fertigstellen werden und wir werden sicherlich am Samstag schön feiern. Also bleibt dran, ich zeige euch einige Details. So, also dahinter seht ihr schon das Haus mit 4 Zimmer und eine Küche. Hier sieht man Eingangsbereich, also Carport, im Hintergrund Haus und rechts die eine von vielen Varianten eines Zauns. So, hier die Details, Dachstuhl, Dacheindeckung von dem Carport, hier der Zaunbereich. Gefragt, seht ihr, da sieht man ja schön Schatten. Warte doch mal, machen wir doch einfach mal so. Da gehen wir doch einfach, um den Weg zu zeigen. Also Gehwege aus Naturstein, die finde ich sehr praktisch und sehr schön. Die sind pflegeleicht und funktionieren praktisch Ewigkeit. So, das Haus, wie ich schon erwähnt habe, Sichtmauerwerk. Die Dachrinnen, die Säule, so, und unten seht ihr Naturstein, Terrasse und hier drumherum im Prinzip die Gehwege. Da sieht man die Eingangstüre. 1,50 ungefähr, Sichtmauerwerk und die Balken und Dachrinnen. So, Standardfenster, also das Weiße drumherum, diesen weißen Rahmen kann man wieder haben oder kann man weglassen, das ist kein Problem. Und auch die Fenster, sowohl die Fensterrahmen als auch das Glas bzw. die Farbe des Glases könnt ihr selbstverständlich individuell wählen. Sieht man noch die Dachrinnen, Fenster und es wird gerade die Klimaanlage montiert. Und hier sieht man vom Kind schon im Prinzip die Dachrinnen. Dann wird die Entwässerung noch zu Ende gemacht. So, als Standard wollte ich euch natürlich auch noch mal die Ventilatoren zeigen. Also das sind sowohl im Kincho, also im Kühlbereich, als auch im Haus selbst. Hier wird noch die Dusche fertig gemacht. Die andere Quincho mit dem Strohdach. Also da sind alles so zusätzliche Sachen, die man gerne macht. So, die Dusche, wie ihr seht, wird auch individuell gestaltet. So, da sieht man die Natursteine. Ich finde es also sehr schöne Lösung. Alles Natursteine, also hier die flacheren, hier die runden, so in Form eines Baumes. Und das wird gerade jetzt fertiggestellt. Ja, auch die typischen Steckdosen in der Außenküche. Hier ist praktisch so eine kleine Bar. Also ich finde es klasse. Die oben ist das Holz und unten kann man da noch Gläser hinstellen, kann ein Regal da machen.
und da oben, wie ihr seht, mit dem Ventilator habe ich schon gezeigt. Falls der Kunde sich zusätzlich wünscht, werden natürlich auch meistens auch die Tokyo-Klimaanlagen, aber auch andere eingebaut. Hier nochmals der Teil. Alle Arbeiten am Fenster zu Ende gemacht. So, falls euch gefallen habt, einfach Likes nach oben, das Video teilen und falls ihr Fragen habt, bitte meistens unten in den Kommentaren schreiben, wenn nicht einfach anrufen. Also zuletzt bekommen wir wirklich sehr, sehr viele Anrufe, von daher besser in den Kommentaren oder ich gebe euch wie immer in der Beschreibung, unter in der Videobeschreibung auch die ganzen Kontaktdaten zu unserem Team. Also, mach's gut, immer mit dem Lächeln ins Gesicht und nach vorne schauen. Also, mach's gut, bis dann, ciao, ciao.